Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir mit dieser, ich weiß gar nicht wie gut ihr es seht, kleinen Rakete hier gestartet. Wir machen mal das Licht an und sind gerade auf dem Weg zu Minmus, um dort ein bisschen Forschung zu betreiben. Ich habe jetzt mit Asagato mal einen Manöverplan erstellt. Schauen wir mal, wie gut der klappt. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich traue dem Ganzen nicht so ehrlich. Wir starten jetzt den Burn. Alter, wie hell das auf einmal wird. Wahnsinn. Und schauen wir mal, wie gut dieses Astagata-Ding da das plant, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, ich traue ihm noch nicht so ganz. Die aktuelle Mission läuft 20 Minuten bereits, oder 20 In-Game-Minuten halt. Wir sind also noch nicht mal einen Tag unterwegs. Und sind schon auf dem Weg zu Minmus. Wird spannend, wird interessant. Ich habe keinen Plan, wie gut das läuft, wie gut hin und her. Ich hoffe einfach, dass alles glatt läuft. Schauen wir mal. Astagato hat uns ja letztes Mal ganz schön verarscht bei dem einen Testflug. Oder bei dem einen Flug, wo wir ihn benutzt haben. Hat er ja nicht so einen schönen Plan gemacht. Ich hoffe einfach, dass das jetzt besser wird. Vielleicht habe ich auch damals Scheiße gebaut, wer weiß. Aber die MS hießen auf jeden Fall anders. Weil Astagato ist, finde ich, ein sehr interessantes Teil. Mit den ganzen MS. Aber es steht halt, finde ich, nur teilweise das da, weil wir verbrauchen jetzt schon mehr wie 500 MS. Und da stimmt was nicht. Protos. Ah ja, stimmt, das sind jetzt mehr Protos. So, mal schauen, jetzt haben wir die Hälfte durch. Wir sind bei 20 Sekunden bis zum Manöverpunkt. Und das kleine Ding fliegt hier durch das Weltall. Da vorne ist der Mann. Den haben wir auch schon oft besucht. Plus Minmus ist jetzt the way to go, finde ich. Und ich hoffe auch, dass wir das hinkriegen. Wenn wir wirklich eine gute etablierte Base haben mit Produktionsstelle, dann können wir gleich Raketen bauen, die Ausmaße annehmen, die nicht normal sind. Und vor allem auf einen Schlag können wir die bauen. Da ist nichts mit so 3 Jahre warten. Da schicken wir was hoch und bauen es. Da heißt es nicht, oh ja, das Zeug ist schon schwer, müssen wir es einzeln bauen. Da heißt es, und los geht's. Wie das eine Großprojekt, was auch schief gelaufen ist. Aber ja, nee, warte mal, der schwebt noch rum. Den haben wir noch nicht mal verwendet. Da war was. Wir haben noch eins unserer größten Projekte rumfliegen und noch nicht mal in Benutzung. Ich bin so genial. Ich bin echt genial, Leute. Ah, scheiße. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das dann in dem richtigen Peilzeitpunkt stoppen können. Ich schaue, bei 30 würde ich jetzt langsam runtergehen. Die Triebwerke mal verlangsamen. Oh, da scheint langsam die Sonne aufzutauchen. Wir sind jetzt bei 15. Nochmal weiter verlangsamen. Dass wir jetzt wirklich mit der Ruhe den Punkt erreichen können. Jetzt so Meter pro 0,1 Meter pro Sekunde mäßig. Damit sollten wir relativ gut fahren können. Bisschen schneller, komm schon. Jetzt hängt's gerade, jetzt hängt's. 3, 2, 1, zack. Okay, fertig. Jetzt hat uns der nächste Manöverpunkt schon angegeben. Mit 90 Meter pro Sekunde in 29 Minuten. Ich würde gerne meine Kamera zurücksetzen. Und der wäre da vorne. Der setzt uns dann auf einen direkten Flug, okay? Wenn das natürlich stimmt, wäre das sehr interessant. Hier vorspulen. Also es ist lustig, dass der Astagator so komische Angaben macht. Irgendwie stimmt das mit den MS nicht so ganz.
Also ich fände es cool, wenn das stimmen würde, weil dann kannst du dich wirklich drauf verlassen, aber geht nicht, nö. Ja, Minmus-Länder jetzt über... verquert jetzt die Möglichkeiten hier. Wir schauen, dass wir näher an unseren Punkt kommen. Schauen wir mal, wie gut. Ich würde bei 30 Sekunden starten, vorsichtig und uns langsam rantasten. Wir haben hier keinen Stress. 90 Meter pro Sekunde sind 90 Meter pro Sekunde, immerhin. Also nicht so eine feine Sache. So, mal langsam hochbauen. Bisschen gemütlicher einfach brennen. Wir haben ja jetzt dann auch nicht unbedingt den Stress. Wir sollten schon, dass wir da ganz gut hinkommen, ohne Probleme. Gleich wäre es besser, als wenn wir uns jetzt hier großen Stress machen. So, in 10 Sekunden haben wir den Punkt erreicht. Ich schaue mit Spannung voll drauf. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Eins unserer Triebwerke ist ausgefallen. Das müssen wir dann im Flug schnell reparieren. Das ist nicht gut. Das hat uns gerade ein bisschen Leistung gekostet. Dann reparieren wir aber gleich auch alle. Perfekt. So. Und wenn jetzt alles stimmt, haben wir eine Treffer. Jawohl. Perfekt. Geil. Trotzdem sind uns 2 Triebwerke ausgefallen. Kann ich sagen, dass die Zündungen raus sind? Oder was ist da passiert? Wo sind der Techniker? Was haben wir denn mit? Sag bitte, dass du Inventar hat denn nichts, geil. Vulkans Inventory, der hat da was. Nimm das mal bitte mit. Okay, jetzt schauen wir mal runter. Vielleicht kann das ja reparieren, ansonsten müssen wir uns das überlegen. Ah, hat der Engine repariert, okay. Geht auch so. Scheint also. Er ist ein Profi mittlerweile hier, der Tildor, im EVA-Fliegen. Er inspiziert unsere ganzen Triebwerke jetzt einmal hier im Flug. Machen wir die dann Panzerbund breit. Perfekt. Wartet. Oh, ich habe sie nur inspiziert. Scheiße, warte mal. Inspizieren. Gewartet, Zackenstocher vergessen. Inspizieren. Ist in guter Verfassung. Dann gehen wir wieder heim und machen uns wieder den Zuflug.
Perfekt. Oh, schaut, wie gut er fliegt. Ja, der Dildo kann so gut EVA fliegen. Es ist der Wahnsinn, wie gut er im EVA fliegen mittlerweile ist. Einfach schön. So. Dann machen wir uns jetzt auf Richtung Minmus. Hier vorspulen. Ein paar Stunden. Khan of Minmus hat keinen Strom mehr. Wir haben bald die Kontrolle von... Ja, das ist wurscht. Der Khan of... Der ist Latte. Der sollte rein theoretisch auch wieder Strom kriegen. So, die Mission ist jetzt 3 Tage schon unterwegs, weil Minmus natürlich ein bisschen weiter weg ist. Minmus Basement plus Rocket Schiff. Batterien sind fast leer. Wahrscheinlich wegen der Nacht, die sie haben. Base Mod plus Rocket Shop. Ja, das ist wahrscheinlich. Ich denke mal, wir sind aktuell auf der dunklen Seite des Minmus. Der dunklen Seite von Minmus. Und das macht das Ganze aus. Aber was soll's? Wir machen uns mal ready, um mit Minmus zu interagieren. 1 Stunde dauert allein dieses kleine Stück jetzt hier. Wahnsinn. Ich wundere mich immer wieder darüber, was hier passiert. Das ist so schön, so schön, so schön, so schön, so schön. Ich bin ja auch ein bisschen leiser und ein bisschen, ich keine Ahnung, der Hall stört mich hier ein bisschen. Das ist, nennen wir es unangenehm. Dann weiß man halt irgendwie, das ist nicht so ganz das, was mich so, was ich mag. Ich hoffe einfach, dass sich das hier bald ändert und der Hall verschwindet. Es wird auch in Zukunft ein paar Maßnahmen gegenüber dem Ganzen geben. Aber schauen wir mal. Nicht etwa nur hier. Brauche ich nicht. Ich brauche kein Manöver. Ich will hier vorspulen. Mein Handy hat geklingelt. Warum hat mein Handy geklingelt? Handy geklingelt, weil irgendeine Nachricht drin gekommen ist. Schauen wir mal, was das ist. So, dann ab geht's, drehen. Okay, wir sind gleich in der richtigen Position, um das Ganze zu machen. Schauen. Yes, okay. Und wir können den Burn ausführen. Jetzt haben wir so 2 aktiv. Von den Tank zieht sie uns natürlich nichts ab, ne? Aber dann haben wir rentierlich noch 2 übrig. Das sollte ja auch eigentlich reichen. Da fliegt der Electric Screwdriver. Ups. Hätte ich wahrscheinlich nicht verlieren dürfen, ne? Komm schon. Fang mich. Fang mich. Perfekt. So. Dann die beiden Triebwerke natürlich auch gleich. Abgekoppelt und... Oh, Scheiße. Das hat kein Plan. Die beiden wieder Triebwerke aktiviert. Und wir reduzieren den Orbit weiter. Oh, die sind sogar auf der Sonnenseite. Schick. Die sind auf der Sonnenseite. Das ist eine ganz schicke Sache. Und ja. Das sollte ganz gut klappen. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!